Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Nein, wir spielen natürlich Conker's Bad Fur Day und hier sind überall Zombies und wir sind in einem Herrenhaus. Die Parallelen zu Resident Evil sind natürlich offensichtlich. Ihr fragt euch jetzt, hau ab! Ihr fragt euch jetzt, warum ich hier in der Eingangshalle stehe. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wie ihr sehen könnt, ist die Tür nach draußen verschlossen. Wir brauchen drei Schlüssel. Und das ist mindestens die schlimmste Aufgabe in diesem ganzen Abschnitt, weil dieses blöde Haus ein verdammtes Labyrinth ist und ich keinen blassen Schimmer habe, wo sich diese gottverdammten Schlüssel aufhalten. Das heißt, wir dürfen jetzt super suchen. Das ist total lustig und macht Spaß. Währenddessen empfiehlt es sich, den Zombies eher auszuweichen, als es mit ihnen aufnehmen zu wollen, weil das ist die bessere Variante. Und ich glaube, der erste Schlüssel ist. Hier sehen wir auch überall lustige Fledermäuse. Die hängen da ab und freuen sich einfach mal, unser Blut trinken zu wollen, wenn wir denn den Weg mit ihnen kreuzen. Wir wollen es aber vermeiden. Ich glaube, da weiß ich nicht, wo wir jetzt hin müssen. Das ist so scheiße, die Aufgabe. Ich habe das gehasst, weil Baum. Weißt du, da hat man wirklich hier so eine totale Action-Szene hinter sich gebracht und muss dann jetzt hier. So, übrigens können wir diese Fledermäuse, können wir auch mit der schönen Armbrust ins ewige Jenseits befördern. Es widerstrebt mir einfach ein wenig, weil das sind Fledermäuse, die haben mir nichts getan, die wollen ja auch nur leben. Ah ja, da ist sogar Laserpointer dran. Ja klar, modernes Teil. So, komm mal her. Das Ding bewegt sich aber irgendwie ganz schön elegant. So. Das sollten wir lieber so machen. Immer links und rechts. Man könnte das Muster sich merken, man könnte es aber auch lassen. Und da hinten ist auch noch einer, der jetzt aufgeschreckt wird. Oder eine. Ich weiß ja nicht, ob die weiblich oder männlich sind. Das kann man jetzt nicht unbedingt erkennen. Ich weiß nicht, wo bei den Fledermäusen die Geschlechtsorgane hängen. Da habe ich keinen blassen Schimmer. Da müsste man eventuell mal einen Biologen fragen oder einen Fledermausforscher. Da kennt ihr bestimmt so ein paar Leute in eurem Bekanntenkreis. Das ist ja ein sehr bekannter Beruf. So, da ist der erste Schlüssel. Passt auch wunderbar zum Ambiente. Sieht überhaupt nicht unpassend aus hier in diesem Herrenhaus. Da unten sind noch diese wunderbaren Gemälde meiner Vorfahren. Können wir sie nochmal betrachten? Da links hier mit dieser lustigen Mütze. Hat ein bisschen was von, weiß ich nicht, amerikanische Kolonialzeit. Naja. So. So ein bisschen die Pilgerväter, ne? War das nicht irgendwie sowas? Keine Ahnung. Die feiern ja auch, wie heißt das bei denen? Thanksgiving? Bei uns gibt es ja auch sowas wie Erntedankfest, nur feiert das keiner. Pff. Also nicht besonders viele zumindest. Ich wüsste nicht jemanden, der da jetzt. Ha! Habt ihr es gesehen? Der Zombie ist einfach runtergefallen. Ja. Da hat er sich gefreut, mich zu sehen und ist einfach mal in den Abgrund gestürzt. Hat er nicht ertragen. So viel geballte Männlichkeit auf dem Haufen. So, den ersten haben wir schon mal, aber es sind leider drei und nicht nur einer. Die Tür muss natürlich auch panzergesichert sein, ist ja ganz klar. Ich verstehe auch nicht wirklich, warum die Tür jetzt abgeschlossen ist. Die Dorfbewohner haben ja jetzt hier scheinbar das Herrenhaus verlassen, haben dann vermutlich die Tür hinter sich verschlossen. So nett sind diese Leute. Ich finde es total zum Kotzen, aber was soll man machen? So, und jetzt ist natürlich das Problem: Mit Schlüssel ist unsere Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt. Wir können nicht einfach darüber springen, wir müssen einen anderen Weg suchen. So, und dieser Weg könnte sich jetzt als äußerst schwierig gestalten, weil da Fledermäuse sind. Naja, die Parallelen zu Resident Evil, ne? Das ist ja eindeutig. Ich bin ja eigentlich dafür, dass mal wieder ein Resident Evil-Teil auf den Markt kommt, der sich ein bisschen an die alten Teile orientiert und nicht so actiongeladen ist wie die neueren Spiele. So wie der schöne alte Survival-Horror wie damals. Das war einfach klasse. Aber ich glaube, das wird mir nicht erfüllt werden, dieser Wunsch. Und das ist einfach total beschissen. Ja, I don't feel gay. Hast du das gerade gesagt? Ich habe es zumindest verstanden. Das ist so bescheuert, das ist schon nicht mehr feierlich. Das ist unglaublich. Das ist so bescheuert. Da kommst du nicht vorbei. Da kannst du machen, was du willst. Immer, was soll denn dieser Käsesalat? Ich meine, guckt euch die Scheiße doch mal an, ey. Also diesen Kapitelabschnitt verabscheue ich zutiefst. Ich würde ihn auch gerne überspringen, nur leider kann ich das nicht. Ja, ist ja jetzt gut, Mann. Die haben dich ja gesehen. Bist du Game Over gegangen oder was ist los? Ich habe hier Brillenputztücher auf meinem Schreibtisch, die übrigens überhaupt nichts taugen. Brillenputztücher sind absolut schrecklich. Ich empfehle da immer eine schöne Portion Glasreiniger. Das klappt wesentlich besser als mit Brillenputztüchern, die sowieso nach kürzester Zeit furztrocken werden, wenn man sie nicht sehr zeitig verbraucht. Interessantes Thema, ich weiß.
So, ich habe übrigens jetzt momentan mit Risen 2 angefangen, bevor jemand fragt, nein, es gibt kein Let's Play dazu. Es ist mal ganz erfrischend, ein Spiel zu spielen, ohne es aufzunehmen. Da kann man das Spiel ganz anders genießen. Und das habe ich wirklich lange nicht mehr getan, aber Risen 2 ist jetzt mal wieder eine Ausnahme und das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut. Bin ja ein großer Fan der Gothic-Reihe und daher ist das Spiel natürlich genau nach meinem Geschmack. So, wir könnten die natürlich jetzt irgendwie vorher töten. Nur weiß ich nicht hundertprozentig, ob die Fledermäuse nach einer Zeit wiederkommen. So, das ist die große Problematik. Ich könnte mir jetzt hier voll die Mühe machen und die alle töten. Ich könnte es aber auch lassen, weil die sowieso wiederkommen. Wir werden jetzt einfach mal es riskieren und uns dort begeben. Wir können die nämlich mit einer topmodernen Armbrust ins Jenseits befördern. So, da ist der erste. Der zweite kommt wahrscheinlich gerade. Ja, wusste ich's doch. Einer ist nämlich immer dann total auf Aggro-Modus, wenn wir die Armbrust gezückt haben. Mit Laserpointer, total der Hightech-Kram. Und die sind total agil, diese Fledermäuse. Weil die sich nach links und nach rechts bewegen. Guckt euch das mal an da. Was macht die da nur? So, das haben wir ja ganz gut geschafft. Und ich warne euch, wenn ihr wiederkommt, ne? Dann setzt es aber heiße Ohren, das sage ich euch. So, jetzt holen wir uns den Schlüssel, den wir ja eben schon gesehen haben. Wo war der noch gleich? Habe ich schon erwähnt, dass man den Zombies hier besser ausweicht. Hier oben sind eigentlich so gut wie kaum welche. Die befinden sich mehr in den unteren Regionen. Das ist eigentlich schon mal nicht schlecht. Oh, ich hasse das. Ich will es abbrechen, Mann. Ich will das nächste Kapitel. Stöhn, stöhn, stöhn. Ich bin Zombie. So, hier sind noch welche. Holen wir uns erstmal den da hinten. Das klappte nicht. Warum auch immer, weiß man nicht. Das Spiel wollte es halt nicht. So, ich finde die Sterbeanimation von den Fledermausen, von den Fledermausen. Die Sterbeanimation von den Fledermausen. Schönes Deutsch. Da, da, da. Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Jetzt fragt sich natürlich der geneigte Zuschauer, warum ich das Gummibärenlied singe. Ich habe ein bisschen Angst und möchte mir Mut zu singen. Mit einem fröhlichen, eloquenten Lied. Und da eignen sich die Gummibären natürlich ganz besonders. Das ist ja eine sehr kindgerechte Serie, die damals auf Super RTL lief. Heutzutage läuft sie, glaube ich, nicht mehr, aber wird immer mal wiederholt. Komm mal her, aber Darkwing Duck war sowieso der König, da geht nichts drüber. Oder Captain Baloo und all so ein Scheiß. DuckTales und was nicht alles. Also ich habe das alles geguckt. Ich bin ja ein totaler Fernsehjunkie damals gewesen. Als Kind habe ich nichts anderes getan. Ich habe quasi meine ganze Kindheit vorm Fernseher verbracht und vor der Spielekonsole. Deswegen bin ich jetzt auch so total durch, kann man sagen. Nein, bin total normal. Und ja, was lief da noch alles, ey? Und dann natürlich den ganzen Anime-Scheiß, ne? Weil ich noch damals nach der Schule mittags den Ranzen in die Ecke gepfeffert und dann erstmal Pokémon, Digimon, Dragon Ball und all den ganzen Kram geguckt. Ach ja, ich habe sogar Wedding Peach und den ganzen Mist geguckt. Jeanne die Kamikaze-Diebin und wie das alles heißt. Und die Fledermause, ich sag schon wieder Fledermause. Die Fledermäuse sind tatsächlich weg. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Unglaublich. Das heißt, wir müssen Vorarbeit leisten und die am besten jetzt schon mal ein bisschen säubern, damit sie uns nicht in die Quere kommen. Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt ein Raum kommt, wo wieder neue Fledermäuse auf uns warten. Das wäre voll schlecht. So, jetzt kommen auf jeden Fall Zombies. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Ich gehe mal nach rechts. So, lasst mich mal in Ruhe hier. Ihr seid doch jetzt zu zweit. Jetzt könnt ihr zusammen doch miteinander, was weiß ich, was ihr miteinander macht, was Zombies so miteinander machen, wenn sie Spaß haben. Lasst mich in Ruhe. Oh Gott, diese Musik, ey, geil. Nein, nein, bitte nicht. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Oh Mann, ey, ich hasse das. Nee, da geht's zum Garten, da wollen wir nicht hin. Oh, ich hasse diese Scheiße. Ich glaube, ich brauche dafür 5 Parts Minimum. Wirklich Minimum. Wenn nicht sogar mehr. Hier war ich doch, ne? Da kam ich ja... Doch, doch, hier ist richtig. Hier bin ich richtig. Weil hier geht's gleich in die Haupthalle. Oh ja, hinter der Ecke verstecken, weißt du? Wir sind hier nicht in der Achterbahn. Ich meinte natürlich in der, wie heißt das nochmal? Gruselbahn? Gruselkabinett? Whatever? I don't know. So, Schlüsselnummer uno. Super, ich speichere mal, wollte ich gerade sagen. Ach ja, jetzt sollen wir also in den Garten. Dieser dezente Hinweis, der uns da gerade gegeben wurde, total dezent, wäre ich fast gar nicht drauf gekommen, dass wir jetzt eventuell es in... ich kann auch wieder kein Deutsch sprechen, ey. Ich sollte es lassen. Ich guck mir erstmal gleich den Livestream von Gronkh und Sarazane. Oh, nein, 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 nein.
Nein, 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 lass mich doch in Ruhe, Mann. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Hier ist auch nirgendwo Schokolade, wie feindlich dieses Spiel zu einem ist. Der Dracula, der mochte keine Schokolade. Nicht mal die Feinde von der Kinderriegel-Dingsbums da. Kinderschokolade mochte er auch nicht. Warum nicht? Ich werde jetzt öfter speichern. Ich habe nochmal gespeichert. Ich weiß nämlich nicht, ob die Schlüssel wieder weg sind oder ob der erste gespeichert wird. Das können wir eigentlich mal ausprobieren. Ich habe ja gerade gespeichert. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, einfach nur um Sicherheit zu haben. Das will ich nämlich jetzt wissen, ob das gespeichert wird. Man kann es an der Tür, glaube ich, nicht erkennen, ob der Schlüssel... Oh ja, ich muss A drücken, ist ja gut. So, man kann es nämlich, glaube ich, an der Tür nicht erkennen. So, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Zumindest habe ich da gerade keine Veränderung feststellen können. Nee, man sieht da nichts. Deswegen müssen wir das jetzt auf andere Art und Weise in Erwägung... in Erwägung ziehen macht in diesem Sinn keinen Sinn. Ich meinte in Erkenntnis bringen, auch das ist ein falscher Satz, egal. Ein sehr chaotischer Part, ihr merkt es schon. Übrigens auch sehr interessant hier, diese Soldaten, die einfach so sich in die, ja, Wände mit einbringen. Toll. Genial. Tine Wittler wäre auf den Innenarchitekten, der hier für zuständig war, auf jeden Fall stolz. So, hier sind auf einmal keine Vampire mehr. Das macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass der erste Schlüssel nicht gespeichert wurde. Das ist doch ein verfluchtes Scheißspiel. Jetzt darf ich mit einem Herzen, muss ich jetzt hier mich durchkämpfen. Doch mal, wollt ihr mich denn verhumsen oder was? Nee, Leute, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, leck mich am Arsch. Ich bin froh, wenn ich's hab. Aber sowas von froh. Mal gucken, ob ich das jetzt hier noch schaffe in diesem Part. Wohl kaum. Wohl kaum. Oh Gott, der ist bestimmt da irgendwo. Und hier sind überall Zombies. Und die könnte ich natürlich jetzt alle töten, aber dann kommen sie ja wieder. Weil Zombies haben ja die blöde Angewohnheit, untot zu sein und aus der Erde zu kriechen. Das heißt, bringst du einen um, kommt der nächste wieder raus. Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Okay, alles klar. Wir müssen erstmal im Kreis laufen, um diese Zombies abzulenken. Alter, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Mit einem Schokoladenteil soll ich das schaffen. Sag mal, seid ihr denn Jack geworden? Oh, die haben doch alle ein Problem. Da muss ich wohl doch ein bisschen kämpfen gleich. Da muss ich wohl doch die Schotze rauszücken. Müssen wir mal wieder ein paar Gehirne zum Springen bringen. Etwas, was ich ja nicht unbedingt gerne tue. Leben und leben lassen, mein Motto. Aber was soll man machen? Ja, Conker, was machst du da eigentlich gerade? Automatische Zielfunktion oder was? Was war das? Mein Jung, was war das? Ah, nee. Wo bin ich jetzt gelandet? Hier bin ich doch falsch. Ja, ich glaube, das ist der nächste Eingang, der sich öffnet, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Nado. Nado, Nado, Nado. So, wir gehen mal. Können wir da eigentlich hochgehen? Können wir auf diese Hecke gehen? Tatsächlich. Und von dieser Hecke aus, da kommen die Zombies ja nicht rauf, haben wir natürlich wieder eine tolle Möglichkeit, wenn ich die Steuerung mal wieder können würde. Ich muss jetzt mal wieder gucken, wie das überhaupt funktioniert. Da, so, ach so. Alles klar. Und dann, genau, Z drücken. Alles klärchen, Popärchen. So, dann kommst du erstmal dran da hinten. So. Bisschen Kopf kürzer gemacht worden. An den komme ich nicht ran, weil der versucht gerade die Hecke zu rasieren oder so. Keine Ahnung. Ah, diese Geräusche, ey. Das macht mich total wuschelig. Ich mag keine Zombies. Echt nicht. Also, auch so nicht. Okay, da komme ich so nicht ran. Hm. Vielleicht schaffe ich das ja doch so. Komm mal her. So, wenn ich jetzt auf den Boden gehe, kommen eh wieder neue, weil es ist total sinnlos. So, ich gespeichert. Dann wollen wir mal gucken. So. So, please. Lass es mich überleben. Warum höre ich Kindergeschrei im Hintergrund? Hier hat Kindergeschrei absolut nichts zu suchen. Okay. Wo kam ich her? Warum ist das denn auch alles so verwinkelt hier? Okay, jetzt bin ich hier. Und jetzt bin ich runtergefallen. Super, der Schlüssel ist natürlich auch weg. Boah, das ist, da speichern wir, da laden wir natürlich, weil das ist mir zu blöd. Oh, hört ihr das? Das macht mich voll... Oh Gott. Da muss ich immer an irgendwie... In irgendeinem Horrorspiel gab es irgendwelche Kreaturen, die aussahen wie so Babyköpfe. Wo war das? Bei Toy Story gab es die aber auch. Da gab es auch so Babyköpfe. Habe ich meinen Fernseher eigentlich an? Sag mal. Nö, habe ich nicht. Alles klar. Da gab es die auch. Wisst ihr das noch? Natürlich wisst ihr das noch. Ihr kennt euch ja aus mit Animationsfilmen von Pixar. War Toy Story von Pixar? Ich glaube, das war sogar ein Erstlingswerk. Kann das sein? Oder würfel ich mal wieder alles durcheinander? Das ist ja nichts Neues.
Ich will wieder denselben Weg zurückgehen, den ich gekommen bin, weil das scheint mir am sichersten zu sein. Ja, mein Gott, ihr habt echt gelitten, glaube ich. Euch geht's echt nicht gut, oder? So, speichern. Ich kündige das extra immer an, das wisst ihr ja schon. Ich glaube, ich muss hier einmal jetzt hier so geradeaus, dann bin ich, glaube ich, gleich da. Ich gehe mal ganz stark davon aus. So. Das ist echt ein spannendes, Oh, ich kriege einen Hick auf. Das ist nicht gut, wenn man Let's Player ist, einen Hick aufzukriegen. Ah, hier bin ich richtig. Ja, Wunderbärschen. Oh, der Aladdin. Aladdin war auch geil, du. Arabische Nächte, wie die... Weiter weiß ich leider nicht. Aber die Melodie, die ist einem im Ohr geblieben. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, Genie war auch immer genial, ne? Genie war immer der lustige Counterpart von Aladdin und der hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen gehabt. Das war immer lustig. Vor allem, da der auch immer Elemente aus der Neuzeit gemischt hat mit dem Ambiente von Aladdin, was natürlich irgendwann Schieß mich tot gespielt hat. So, da ist der zweite Schlüssel jetzt auch an seinem Ort der Bestimmung. Na endlich. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo der dritte ist. Vielleicht wird uns das ja wieder freundlicherweise angezeigt. Tatsächlich, da ist jetzt eine Leiter entstanden. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wo ist denn diese Leiter? Speichern. Wir suchen einfach nach dieser Leiter. Warum ist hier nirgendwo Schokolade? Was macht eigentlich das Fass hier? Das habe ich noch gar nicht kommentiert. Moin Fass. Das Fass steht da einfach rum und chillt ein bisschen. So, weiß ich nicht, was Fässer so tun. Rumstehen, warten, bis sie abgeholt werden oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Fässern nicht so aus. Wo war das jetzt? Könnt ihr mir das sagen, Freunde der Sonne? Könnt ihr mir das sagen? Nö, könnt ihr wahrscheinlich nicht. Das war die Bibliothek. Das müsste sogar hier gewesen sein irgendwo. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Ich mache heute mal einen längeren Part, weil ich jetzt unbedingt das Schlüsselrätsel komplett haben möchte. Wenn ich allerdings auf dem Weg 50.000 Mal sterbe, da ist die Treppe, speichern, 50.000 Mal sterbe, dann werde ich das vielleicht doch unterbrechen. Wir sind aber jetzt schon bei 17 Minuten. Vielleicht haben wir Glück und wir schaffen es in 20. Man weiß es. Oh, danke Gott! Ich bedanke mich. So, aber das war, glaube ich, nicht die Leiter, die ich... Da kann ich hin. Vielleicht war es ja doch die Leiter. Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich glaube, das ist hier so eine kleine Jump-Run-Einlage. Wir spielen ja auch immer noch einen 3D-Plattformer. Da muss man ab und zu auch mal rumspringen. Und hier ist ein Hebel, den ich hoffentlich betätigen kann. Na, komm. Ja, geht doch, Konka. So, und da öffnet sich jetzt eine Tür. Ach, das ist ja auch wieder komplizierten Scheißkram hier, du. Und dann muss ich irgendwo rein in die Tür. Das habe ich ganz allein herausgefunden, Freunde der Sonne. Ich glaube, auf der anderen Seite jetzt, ne? Komme ich da so rüber? Ne, da muss ich die Leiter benutzen. So. Holla hopp. Und dann komme ich da so gar nicht hin. Oder muss ich da hinspringen? Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel, seht ihr das? Komme ich da auch so hin? Trick 17, wisst ihr? Bist du Bescheid? Ey, tatsächlich, ey, ich kann cheaten, ey. Das war, glaube ich, nicht Sinn des Spiels, aber ist ja egal. Speichern. Guck mal, diese lustigen Wandtexturen sehen auch aus, als wenn sie Hasenzähne oder so haben. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Irgendwelche Dämonen. Das ist der letzte Schlüssel, Freunde der Sonne. Wir haben es ja fast geschafft. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir hier länger für brauchen würden. Und so schlimm war es dann ja auch gar nicht. Ich habe mal wieder total übertrieben, aber das kennt man ja von mir. Oh, wir sind tatsächlich schon da. Genial. Genial. Ich freue mich gerade... Also ich freue mich... Ich freue mich gleich einen Keks und beiß die Ecken ab. Ich glaube das nicht. Ja, aber... Finally. Oh ja. Oh yeah, I forgot about those guys. Yeah. Wanna go for a ride? Wir haben natürlich unser Fassfreund. Ja, jetzt noch zu sterben wäre ja natürlich die Hammersache. Wir können ja mal ganz kurz rausgehen. Weil ich gerne einen Punkt suchen möchte, wo ich stoppen kann. Ist mein Fass jetzt hier auch draußen? Nein, das muss ich von drinnen holen. Ist ja auch egal. Hier ist auf jeden Fall der Part zu Ende. Ich drücke die Starttaste. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit diesem Part. Daumen hoch, favorisieren, auf Facebook und Twitter verbreiten, euren Freunden, eurer Familie, vor allem eurer Oma erzählen, ausdrucken und dann als Flyer bei Aldi aushängen. Keine Ahnung, wie man ein Video ausdruckt, aber ihr könnt euch ja was einfallen lassen. Ihr könnt es auch einfach auf CD brennen und einfach überall verteilen und all solche Geschichten, ne? Wisst ihr Bescheid. Und das war jetzt nicht ernst gemeint. Tschüssi!